Ja, hallo zusammen. Danke, dass du auf meinen Kanal vorbeischaust. Es freut mich sehr. Heute habe ich ein kleines süßes Häuschen mitgebracht. Es steht in Troyes und ich habe es fotografiert, als ich 2012 dort als Artist in Residence war. Anhand dieses Gebäudes möchte ich euch heute zeigen, Teil 1 sozusagen, in welchen Schritten ich die Skizze anlege. Was ist wichtig, was ist nicht wichtig, wie dröselt man so ein komplexes Gebäude auf, was kann ich tun, wenn ich mich in den Linien verlaufe, und im zweiten Teil quasi dann koloriere ich und gebe den Sketch noch meine eigene Note, indem ich mit Feinliner oder Tusche versuche, Wichtiges zu betonen und dem Ganzen ein klein wenig Fluffigkeit abzulocken. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen und auch viel Spaß beim Nachmachen. Also, das hier ist jetzt mal ein Schwarz-Weiß-Auszug von dem Gemälde, was wir machen werden. Und ich blende euch jetzt ein, wie ich das aufgeteilt habe. Ich habe mir also quasi hier die Mitte gesucht. Und ihr werdet sehen, die Mitte, die geht schon leicht in Schräglage. Ja, weil das Ganze hier nicht wirklich gerade ist. Die Bauten sind so, also hier sieht man das so und auf der Vorlage seht ihr das auch. Hier haben wir Mauerwerk dazwischen. Hier käme quasi dann das andere Haus. Ja, das liegt dann hier so schräg dran. Also zeichnen wir uns das Ganze auch schräg. Das heißt, so geht unser Haus. Hier, da entlang. Geht noch hier so rein. Und dann wird es schief. Und dann hier, das da ist wohl eine Regenrinne. Genauso die Linien, die wir hier unten haben, die sind leicht schräg. Ich habe also hier unten den Boden. Dann habe ich hier eine Einteilung quasi, einen Abschnitt des Hauses. Ich habe hier einen Abschnitt des Hauses und ich nehme mir den hier als Hilfe. Ich zeichne mir das nicht immer ein, aber vielleicht ist es am Anfang ganz hilfreich. Und hier und auch hier oben, ja, da wo quasi unser Giebel beginnt. Und das stelle ich mir dann immer vor, und wenn ich die Linie nicht finden kann, das habt ihr sicherlich schon 100 Mal gesehen, Bleistift hinlegen oder was immer ihr dabei habt, und dann seht ihr schon, wie die Flucht zu übernehmen ist. Und das Ganze zeichne ich mir jetzt mit einem harten Bleistift mal hier auf. Ich habe also eine Mittellinie, an der orientiere ich mich, lege sie schon etwas schräg an und habe keine Angst vor schrägen Linien. Wir sketchen. Das ist charmant, wenn wir das hier so haben. Und ich habe hier eine leicht abfallende Linie nach unten. Wie teilt man das jetzt auf? Okay, dieser Abschnitt und dieser Abschnitt, die sind größer als dieser Abschnitt. Der wiederum ist etwas größer als der. Ist jetzt aber nicht wirklich wichtig. Ich mache mir hier eine Linie hin. Das ist mein unteres Teil. Hier oben habe ich das obere Teil. Dann habe ich dieses Teil. Und ihr seht, jetzt geht mir das Blatt aus. Aber ich werde es schon noch hinkriegen. Ich habe jetzt hier 1, 2, 3, 4 und meinen Giebel. Hier haben wir gesagt, wenn ihr messen wollt, kennt ihr auch, Bleistift anlegen, hier messen, die Höhe messen und dann seht ihr, aha, es ist nicht so hoch wie lang. Deswegen hier, dann sind wir hier schon ein kleines bisschen versetzt und hier. Und ab hier werden wir schief.
Hier oben habe ich meinen Giebel. Und gleich eine Doppellinie rein. In dieses Konstrukt möchte ich mir jetzt alles reinbasteln, was wichtig ist. Wir haben jetzt hier also unter dem Giebel nochmal so eine schöne Holzverzierung. Bekommt auch gleich eine Doppellinie. Dahinter habe ich noch mal eine Linie, weil diese Elemente ja nach hinten versetzt sind. Also lege ich mir hier noch mal eine Parallellinie an quasi. Hier in der Mitte habe ich noch meine zwei Fenster. Das sind eigentlich nichts anderes als Quadrate und die Fensterleibung in der Mitte ist auch ein Quadrat, aber eben schmaler. Dann haben wir jetzt hier das Ende. Das bedeutet, hier und hier mache ich mir eine Notiz. Das läuft schräg ab. Selbst wenn wir das direkt von vorne sehen. Und von dem Bogen hier geht mir diese Holzverschrebung runter. Ja, eine und hier auch. Das Ganze verlängert sich wieder nach hier. Und auch hier habe ich ein schräges Teil, das dann irgendwann mit den Holzbalken der des Fachwerkes verschmilzt. So, hier brauche ich das also quasi auch leicht schräg anlegen. Diese Linie brauche ich dann gleich. Hier haben wir gesagt, machen wir uns unsere Fenster hin. Die sind auch geteilt. Auf der Mittellinie, mehr brauche ich jetzt nicht. Und wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5 mal Fachwerk. Also außen und innen. Dann hier haben wir nochmal 3, also 1, 2 und noch 1. Und ihr seht auch bei mir ist der Abstand gesehen von hier nicht zwingend ausgemessen, brauche es nicht. Und hier. Und jetzt hat aber unsere Seite auch noch mal Holz. Hier auch. Hier unten haben wir auch einen Querbalken. Hier haben wir schon einen etwas dickeren Balken. Hier auch direkt unter dem Querbalken da oben haben wir hier zwei Fenster und nochmal einen Querbalken. Dann haben wir hier wieder zwei Fenster. Die mache ich mir dann nachher mit dem Feinliner hier rein. Und jetzt darf ich aber ein bisschen aufpassen, weil diese gehen durch. Der geht hier auch noch durch. Der hier, ne? Ach, wir setzen mal. Geht durch. Und dann haben wir hier einen schräg sitzen. Das haben wir auf der anderen Seite auch. Wenn euch wie bei mir jetzt hier eine Linie verloren geht, ist nicht schlimm. Wichtig ist nur, dass wir auf beiden Seiten einigermaßen gleich sind. Dieses Fenster hier hat jetzt diesen Bogen.
Der Bogen eröffnet sich hier. Also einen Bogen, eine Doppellinie und da unten drunter hat er Zickzack. Und dieses Zickzack geht hier weiter. Hier auch. Dann sind wir soweit schon mal gut dabei. Jetzt gehen wir noch mal hier oben hin. Ich verstärke mir noch mal die Doppellinie hier. Und wir haben hier Verstrebungen, die drehen sich dann um. Also zur Perspektive, wie ich das mit der Perspektive mache, mache ich auch noch ein Video. Wenn es euch interessiert, könnt ihr ja gerne vorbeischauen. Hier haben wir eine Notiz, gehen die so. Und hier machen wir nachher bloß so kleine Andeutungen von. Hier haben wir auch. Na, gut. Wir haben das. Das Fenster darf ich ein bisschen breiter machen. Wir haben das. So, hier unten drunter haben wir Holz. Stabilisierung für das Vordach hier. Unten drunter haben wir Linien. Und hier setze ich mir schon mein großes Fenster drauf. Das hat eine dickere Mittelseite und vier Fenster. Daneben haben wir ein langgezogenes Fenster, ein kleines. Und hier auch. Hier habe ich eine Scheibe. Und hier ist es vier. Wahrscheinlich, weil hier keine Gardine davor ist. Wunderbar. Dann haben wir hier Blümchen. Und einen Trog. Das ist letztlich auch wieder ein Rundbogen. Da unten haben wir so eine Kesselform. Das reicht. Schnickschnack. Auch so. Zwei Auf- und Zuklammern. Ein langgezogenes Rechteck. Und unten drunter nochmal eine Stütze. Das ist jetzt erstmal das Fenster bis dahin. Hier haben wir lauter Holzbretter, die sind unterschiedlich in der Stärke. Werde ich nachher nicht alle so durchziehen wie hier, sondern die Linien ein bisschen reduzieren. Direkt unten drunter haben wir auch nochmal und dann kommen wir schon hier diesen dicken Balken, der hat jetzt hier so Aussparungen. Die zeichnen wir ihm mit. Hier haben wir einen Trägerbalken und auf der anderen Seite noch einen Stein oder was immer das ist. Dann haben wir hier einen geschwungenen Balken. Und hier nicht, hier ist er gerade, okay. Moment, machen wir den gerade. Aber wir haben hier noch einen zweiten. Dann haben wir hier unsere Tür drin. Also einen Trägerbalken nehme ich mal an, noch einen. Hier haben wir eine Seite. Ja, eine Seite. Dann haben wir hier die Tür drin. Hier haben wir ein Fenster. Noch ein Fenster. Noch ein Fenster. Und noch ein Fenster.
Da haben wir dann Balken und ein Querbalken, zwei Querbalken und dann hier haben wir sicherlich ein offenes Fenster. Mal ein etwas länger ziehen hier. Also in Frankreich im Allgemeinen, also zumindest da, wo ich war, da hatte man dann auch viel Service durch die Fenster gemacht. Diesen ganzen Schnickschnack mit den Tafeln und so, die wir da haben, das heben wir uns dann für gleich auf. Die Tür geht hier tatsächlich dann noch weiter. Hier haben wir das Glas drin. Und hier haben wir eine Stufe. Eine Stufe. Und zweite Stufe. Und das Haus hört hier auf und hört hier auf, geht bis darüber. Stuhl und so haben wir gesagt, machen wir gleich. Hier haben wir noch so Kassetten. Und das hier ist nochmal ein Balken. Das wäre jetzt das, was ich mit Bleistift vorzeichnen würde. Und jetzt machen wir das Ganze mit einem wasserfesten Feinliner nachziehen, mehr oder weniger in lockeren Linien, und möchte aber beachten, dass wir unten im Eingangsbereich unseres kleinen Häuschens hier auch noch Tische, Stühle, Plakate, die Getränke- und Essensausgabe haben. Das werde ich dann noch dazu zeichnen und melde mich dann am Ende des Videos noch einmal, um auch ein kleines bisschen hier euch beim Zugucken nicht immer mit meinem Sprechen zu unterbrechen.
Hier oben möchte ich etwas Schatten haben, lege mir unter die oberste Spitze meine Tusche und ziehe mir die Tusche mit Wasser raus. Manchmal nehme ich auch eine Tusche auf von der Fläche, die schon nass ist, mit Tusche also belegt, und das reicht vollkommen. Seht ihr, jetzt fange ich schon wieder das Spielen an. Also aufhören. Naja, hier noch. Ich hoffe, meine Anlage der Skizze hat euch gefallen. Ich denke mal, das alles hier ist fertig soweit. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr meinen kleinen Kanal mit einem Like unterstützen könntet. Und ja, ganz lieben Dank fürs Zuschauen. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns wieder, wenn ich diesen Sketch mit Aquarell belege und mit Tusche nacharbeite. Habt alle eine wunderschöne Zeit und passt auf euch auf. Tschüss!